erstmal einen Shake. Aber bevor ich ihn austrinke, sage ich erstmal Hallo. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lehnt euch zurück, lasst gerne ein Like da und genießt diesen Daily Vlog und Sommerschwert-Episode. Ich glaube, heute ist 99. I work hard every So, Freunde, wir sind jetzt im Gym. Pool steht auf dem Programm, danke, Mann. Der stand hier, da habe ich mir gedacht, filme ich mal ein bisschen spiegeln, könnte meinen ganzen Körper sehen, beziehungsweise meinen Oberkörper. Auf jeden Fall steht jetzt Pool auf dem Programm. Heute ist Pool B. Zweite Pooleinheit, 12er Reps. Ich würde sagen, kann losgehen, ne? Kann losgehen, ja. Ja, Regi ist übrigens auch wieder da, beziehungsweise sie bleibt noch bis morgen. Genau, Marc ist auch am Start. Hallo, Marc. Hallo, hallo. Let's go. Was kannst du dann nebenbei machen? Du machst einfach deinen Weg und du kommentierst sozusagen vor dem Weg. Ja, genau. So, wenn Leute sich interessieren, dann ist es so, wenn ich denke. Ja, also. First set down. Yeah. Nice moves, bro. Cheers, bro. Zweite Übung, Holzrudern, hier auch 12 Wiederholungen, 3 Sätze. Läuft gut. Nächste Übung, Überzug. Wir haben das sehr lange nicht gemacht. Ich glaube, die ersten 3 Jahre, wo wir trainiert haben, haben wir die nie gemacht. Wir dachten immer so, dass so eine Hipster-Übung. So eine Hipster-Übung, die nicht so geil ist, aber ohne Witz. Ich finde, hier spüre ich meinen Latz, meinen Rücken mit am besten. Man muss ja auch nicht so viel Gewicht nehmen, um richtig, ja, den Rücken zu treffen. Und vor allem diese Dehnung hier finde ich einfach eine Weltklasse. Und deswegen machen wir jetzt erstmal die dritte Übung. Dann gibt es noch eine Rückenübung. Dann sind wir fertig. Was hier auch sehr wichtig ist, dass ihr eure Arme immer ausgestreckt lasst. Wenn ich auf einmal hier unten den hier mache, zu sehr, dann werdet ihr nur eure Füße so beanspruchen und wir wollen nur den Rücken beanspruchen, damit ihr schön die Dehnung habt, die ganze Zeit Rücken. Nicht auf einmal irgendwie hier helfen mit den Hüften, Schultern oder dem Bizeps. Deswegen immer ausgestreckt lassen, zack, 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 weiter geht's. Erste Bizepsübung, kurz an den Curls, machen wir auch jede Seite 12 Reps mit 15 Kilo. Nicht zu viel Gewicht nehmen, nicht zu viel schwingen. Yeah. Und davor haben wir noch eine Ruderübung gemacht, haben wir jetzt gar nicht gezeigt. Und eine Hammerstead-Maschine, isolateral, war nice. Super, läuft. Cool. Freunde, mein Dad hat heute Geburtstag, der ist genau da. Hallo Papa. Deswegen wird jetzt erstmal ordentlich gegrillt. Mein Papa hat gestern schon Schaschlik eingelegt. Wie viel? Was? Wie viel hast du gemacht? Wie viel Fleisch? 8,5 Kilo. Auf jeden Fall haben wir dann hier schön Schaschlik auf dem Grill. Perfektes Post-Workout-Meal. Ich muss gestehen, wir haben aus Berlin ein bisschen Cookie Dough mitgenommen und ich habe da ein bisschen gesnackt. Ich konnte also da, ich glaube, das ist das Einzige, wo ich lieber diese kaloriendichten Lebensmittel esse, anstatt nicht zu hungern, beziehungsweise ja, das Einzige, womit ich cheate. Und ja, auf jeden Fall haben die dann auch mal eine Melone gekauft. Ne, Papa, eine ganz kleine, oder? Eine ganz kleine Melone. Nur 16 Kilo. Das gibt es dann nach dem Schaschlik, also eine fette, fette Melone, Schaschlik. So muss das sein, ne Papa? So muss das sein. Und schön Musik. Läuft. Läuft! Also wir wissen, was wir dir zum Geburtstag schenken. Wem? Doch. Mir? Nein, das ist ja eine Überraschung dann. Also ist ja dann keine Überraschung mehr. Ja, dir. Aber das machen wir eh nicht. Doch. Sagst du ja nicht mal, das ist zu ernst.
Die wollen dir Saxophon schenken. Toll. Nee, hau mal ab, ich will das nicht. Was ist das denn? Ich werde sofort wegschmeißen. Geschenke darf man sich nicht aussuchen. Hau ab, Alter. Als ob ich nichts Besseres zu tun habe, als Saxophon zu spielen. Saxophon ist Killer. Saxophon ist ein richtig geiles Instrument. Ja, okay, wenn man es kann, ist das schon cool, aber... Warum lässt du so aus? Ich will kein Saxophon spielen. Du meinst Saxophon erst recht? Aber ich will keins. Ich hab doch überlegt, aber jetzt... Ich hab überlegt, die Karten zu holen, so wie das Okay. So, Freunde, wir haben hier das Fleisch. Also, wie man sieht, überragend. Riecht auf jeden Fall mega, mega nice. Ich mach das jetzt so, ich nehme einen Spieß. Dann lege ich den Spieß einmal auf die Waage. So. So, dann gucke ich. 100, 191 und gleich lege ich nochmal einfach nur hier diesen Spieß da drauf. Ohne Fleisch natürlich aufgegessen. Und dann ziehe ich das von der Zahl ab. Dann weiß ich, wie viel Fleisch ich gegessen habe. Und natürlich noch Zwiebeln dazu, ne? Nice. Was die da oben machen, weiß ich auch nicht. Also das ist eigentlich ja eine Mauer, aber seit neuestem auch ein Sessel, oder? Ist bequem? Gönnt euch Brass. Nice. Und sie ist auf einmal hier so ein komischer Paparazzi, der auf einmal alle filmt und nichts dazu sagt. Ich weiß auch nicht, was hier los ist, aber naja. Ich sag dann später so. Und mein Papa hatte Geburtstag, da haben wir Schaschlik gegessen, dann wende ich das ein. Wir sind gerade am Essen, Willi geht vollkommen ab. Es regnet einfach, aber woher? Woher kommst du, Regen? Also die Wolkenbildung siehst du da oben. Ja, ich bin Wettermann, ich weiß genau, das, Willi. Ja, und warum fragst du? Nun, weißt du? Auf jeden Fall, Fleisch ist Weltklasse. Papa, Weltklasse. Good job. Good job. Für die letzten drei Vlogs bist du nur am Tanzen, Willi. Echt, ne? Ja, Dancer, bruh. Ja. Und Mama, die Zwiebeln sind auch krank geworden. Good job. Freunde, zwischendurch wird es jetzt erstmal wieder ein sogenannten. Opa, wo ist er? Hier. Instant-Kaffee geben. Es gab ja Leute in den Kommentaren, die gesagt haben: Bäh, wie kann man so eine Plörre trinken? Also ohne Witz, ich weiß nicht, wie man was dagegen haben kann. Klar, ich würde jetzt auch lieber präferieren, eine aus einer Maschine zu trinken, als jeden Tag so einen, aber so zwischendurch mal einen Instant-Kaffee finde ich überragend. Erstens, ich finde die Dinger schmecken mega und zweitens, ist einfach extrem praktisch. Ich habe jetzt den Wasserkocher angemacht, hol mir jetzt eine Tasse raus, so. Regi, willst du auch einen? Zack. Zack. Und das ist übrigens der Kuchen, den meine Mama gemacht hat mit Geschonka, also gezuckerter Kondensmilch. Sieht krank aus. So. Willst du halten, wenn du schon hier so stehst? Danke. Einfach einen Löffel, so, Anleitung. Jeder kriegt einen Löffel. Kriegst du euch mehr bei dir reinmachen oder einer reicht, ne? Und? Nee, zwei bitte. Okay. Danke. Zack, und da haben wir schon den Kaffee. 2-0. Special Effekt habe ich hier. 2-0 Mexiko, Freunde. Wird knapp jetzt heute für Deutschland. Der Deutsche hat nicht Wie heute? Heute doch nicht wegen Mexiko. Doch, Mexiko hat doch gegen Deutschland gewonnen. Das wäre gut, wenn die verlieren. Ja, aber dann wird es doch heute nicht knapp. Es wird für immer knapp. Du bist ein bisschen dunkel. Ja, weil du gegen das Licht filmst. Du musst doch auch mal mit dem Licht filmen, Regina. Erzähl mal die Geschichte, die du gerade mir erzählt hast, Regi. Okay, also wir hatten heute Morgen Stromausfall, aus welchem Grund auch immer. Das bedeutet natürlich, Kaffeemaschine, alles funktioniert nicht, Wasserkocher auch nicht. Warmes Wasser ging aus welchem Grund auch immer auch nicht, du hast nachgeprüft, ne? Ja. Ja, so. Auf jeden Fall brauche ich aber unbedingt einen Kaffee morgens. Ich brauche das einfach, weil ich freue mich auch abends darauf oder morgens. Da ist die nächste Sucht. Noch eine Sucht. Da ist die nächste Sucht. Das Mädchen ist süchtig. Und dann, was hast du dann gemacht? Habe ich diesen Instant-Kaffee einfach in kaltem Wasser aufgelöst. So krank. Cold Brew. Cold Bro, Alter. Cold Bro. So, Freunde, jetzt wird ordentlich gegrillt, ordentlich Schaschlik gegessen. Gleich wird natürlich noch weiter gegessen, weil ich erst zwei Spieße gegessen habe. Aber in der Diät kann man selbst nicht so viel Schaschlik essen, wie man will. Ich würde eigentlich 7 Spieße essen und so, weil es so geil schmeckt. Aber gleich zum Deutschlandspiel wird es noch 1 bis 2, 3 Spieße geben. Auf jeden Fall, Arthur hat euch ja schon diese Melone gezeigt. Die wiegt einfach mal knapp 16 Kilo, ich würde sagen. Machen wir die mal auf. Aber bevor wir die aufmachen, zeige ich euch erstmal hier ein Feuer.
Wir haben hier nämlich einen extra Feuergrillanzünder engagiert hier. Wie viel kostest du nochmal pro Tag? Pro Tag? Ja. So 0 Euro. 100, 0 Euro? Ja. 0 Euro? Ihr müsst mir nicht bezahlen. Wir nicht, aber ich meine bei anderen, weil das ist gerade eine gute, das ist eine gute Chance. Vielleicht will dich jemand buchen. Bei anderen würde ich sagen 20. 20 Euro nur für den ganzen Tag Feuer machen? Das ist doch, macht doch Spaß. Ja, okay. Geld ist nicht alles, ne? Ja. Hauptsache mal Spaß im Leben, ne? Ja. Genau. Nicht, sonst kriegst du Splitter. Ich mach das raus, damit ihr das später einfacher nehmen kann. Ah, okay. So, aber jetzt würde ich sagen, was wir nur schneiden. Oh, oh. Boah, was eine geile Farbe die hat. Die wird richtig süß, Papa. Mhm. Junge. Boah. Die wird richtig süß und saftig, ne Bench? Ja. Aber er ist vom Messer. Ja, Mann. Boah. Ich nehme das erste Stück. Ja? Ja? Ja, nimm das Stück, Benny. Hier, nimm. Okay. Pass auf. Okay, Benny. Mach mal Testprobe. Probetest, Testlauf. Und? 1 bis 10. 1 der schlechteste, 10 ist das beste. 10. Boah, so süß und saftig. Ja, Mann. Was machen, wenn die, damit die saftig bleiben? Die ins Fass legen. Einfach über ein Planschbecken reingetan. Also, Freunde, Pro-Tipp, wenn ihr wollt, dass eure Wassermelone nicht zu schnell reif wird, beziehungsweise nicht überreif wird, wenn das so faserig wird und so. Wie nennt man das, Papa? Ja, sacharig oder wie? So, genau so sandig. Dann einfach im Wasser legen und dann bleibt die so frisch, wie sie war. Hoffentlich. Meistens. Bei uns zumindest. Willi! Schnell! Guck schnell! Vika macht den Ding fertig. Warum? Weil sie sie genervt hat. Jetzt macht Vika nutzt ihre Muskelkarte aus und kitzelt sie und so. Und wie gesagt, sie kotzt gleich einfach von diesem Kitzeln. Das ist richtig lustig, ne? Ja. Okay, ich nehme auch mal ein Stückchen. Ich sehe auf jeden Fall nicht zu hoch gerankt, das ist ganz von 10. Was? Zu hoch? Hm. Ist eine 10. Jetzt drehen die komplett durch, jetzt mach meine Mama noch mit. Peter Malak! Peter Malak! Ihr seid doch alle krank. Freunde, das ist meine Familie. Immer was los hier. Der eine macht Feuer, die anderen schlagen sich da drinnen. Der andere hantiert hier mit einer 15 Kilo Melone. Einer ist oben am Zocken. Freunde, hier ist immer was los. Was hältst du davon, dass du viele Geschwister hast und dass immer was los ist? Gut oder schlecht? Gut. Gut, ne? Macht mehr Spaß, das Leben so, ne? Ist schon lustig. Letzten Sekunden, Freunde. Oh. Boah, Junge, Alter. Damit hat er alles gut gemacht, was er verkackt hat, dieses Spiel. Alles. So, Freunde, wir haben uns erstmal die Haare geschnitten, beziehungsweise ich habe meine Haare geschnitten. Und meine hast du auch geschnitten. Und seine Haare auch. Super. Und das soll es auch schon mit diesem Video so gewesen sein, ne? Genau, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ich bin ein bisschen heiser wegen dem Deutschlandspiel, das war auf jeden Fall. Du bist richtig ausgerastet beim Schreien. Ja, ne? Aber so, ich schreie dann immer aus so ganz aus komisch. Du musst ein bisschen schonender schreien. Genau. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. Ciao.